Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Around the Year Anleitung. Heute zeige ich euch, wie ihr einen süßen St. Nikolaus-Stiefel nähen könnt, ob zum Befüllen, als Adventskalender oder einfach zur Dekoration. Lasst uns loslegen! Ihr braucht dafür roten und weißen Stoff oder Filz, eine Schablone, eine Schere und Nadel und Faden. Eine kostenlose Druckvorlage findet ihr auf meiner Webseite, hier oben oder in der Beschreibung unter dem Video. Als allererstes werden wir den Stiefel auf den roten Filz übertragen. Und die Form ausschneiden. Sobald ihr eure beiden Stiefel ausgeschnitten habt, müssen wir noch den weißen Rand herstellen. Dafür nehmen wir das zweite Teil unserer Druckvorlage und legen es mit der markierten Seite an den Rand eines doppelt gefalteten weißen Stoffstücks und schneiden es aus. Und jetzt haben wir unseren weißen Kragen. Zeit, unseren Stiefel zusammenzunähen. Dafür legen wir beide Hälften übereinander und nähen sie mit Matratzenstich zusammen. Selbstverständlich bleibt der obere Rand des Stiefels dabei offen. Nun muss der weiße Rand befestigt werden. Dafür falten wir ihn einmal in der Mitte, so, und nähen ihn nun zu einem Ring zusammen. Jetzt drehen wir ihn rechtsrum heraus. Und falten ihn einmal so, dass beide groben Ränder nach unten zeigen. Und wir oben einen schönen gefalteten Rand haben, wie hier. Jetzt können wir ihn an den Stiefel dran nähen. Dafür quetschen wir den Stiefel hier so rein. Und nun nähen wir den weißen Rand am roten Stiefel fest und achten dabei darauf, dass wir aber gleichzeitig nicht die Öffnung des Stiefels zunähen. Alternativ kann man den weißen Rand auch ankleben. Und nun ist euer St. Nikolaus-Stiefel fertig. Ich hoffe, dieser Film hat euch gefallen. Wenn ja, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir einen Like zu hinterlassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!